Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie mit euren 3 Wochenkarten, mit euren neuen 3 Wochenkarten. Wir haben ein wiederholendes Thema, wie ihr sicherlich gleich sehen könnt. Die erste Karte mit dem wunderschönen Schmetterling drauf spricht von neuer Karriere. Wer letzte Woche schon bei mir reingeguckt hat, der hat mitbekommen, dass es letzte Woche da auch schon drum geht, um einen neuen Beruf. Beziehungsweise diese neue Karriere ist wieder eine andere Karte. Hat insofern eine andere Qualität, weil es davon spricht, dass ihr wirklich im Bereich eures, ja vielleicht auch eurer Selbstständigkeit, so ihr eine anstrebt, da jetzt mal tätig werden solltet und ein Go bekommt von den Lieben aus der geistigen Welt, dass ihr vielleicht auch neue Ideen da sehr, sehr willkommen heißen sollt und dürft, was eure neue Karriere oder euren neuen Weg betrifft, dass ihr dazu natürlich auch alles euch erstmal genau angucken sollt, erstmal investigativ unterwegs sein sollt sozusagen, euch bei Leuten erkundigen sollt, die sich mit dem Bereich vielleicht auch auskennen oder besser auskennen als ihr, die einfach da schon eine gewisse Erfahrung haben. Guckt einfach mal rund um das Thema, das euch da gerade beschäftigt. Es kann eben auch, ich habe es letzte Woche schon gesagt, innerhalb eures Berufszweiges oder innerhalb, wie soll ich sagen, eures Bereichs, den ihr da schon beruflich begleitet, es kann auch da eine kleine Veränderung sein, die euch da wirklich in eine sehr viel positivere und schönere Richtung bringt. Also die Karte ist ein Indikator dafür, dass es positiver für euch weitergeht, schöner und besser für euch weitergeht. Also es ist eine ganz, ganz tolle Karte. Ja, das soll ich auf jeden Fall sagen. Und auf der Karte, ihr seht da hinten hinter diesem Schmetterling dieses Lila. Und das ist eben ganz besonders angezeigt jetzt für mich mit der Farbe. Sie weisen darauf hin, es geht eben um diese Veränderung, die ja in euch stattgefunden hat und die sich jetzt im Außen für euch dann eben auch so langsam, aber sicher, Schritt für Schritt, sprich die nächste Karte, jetzt auch davon zeigen darf. Da heißt es nämlich ständiger Fortschritt. Und wenn die Karte ständiger Fortschritt kommt, dann ist es so, dass ihr da ganz munter jeden kleinen Schritt gehen sollt und nicht jetzt schon von vornherein ständig auf die Uhr gucken sollt, was da jetzt im Prinzip schon geschehen ist, schon passiert ist, für euch schon sichtbar ist oder nicht, sondern ihr sollt wirklich einfach einen Schritt nach dem anderen gehen. Und sie sagen, viele kleine Schritte führen ans Ziel, auch wenn sich das für euch im ersten Augenblick vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, unübersichtlich oder chaotisch oder beschwerlich anfühlt. Einfach im Moment bleiben, sagen sie, lasst euch da überhaupt nicht aus dem Konzept bringen und geht einfach jeden neuen Schritt, den ihr gerade ganz leicht gehen könnt, und dann kommt ihr auf jeden Fall an euer Ziel. Und sie applaudieren euch auch. Also sie sagen euch auch oder bestätigen euch auch, dass ihr wirklich bereits jetzt schon wirklich gute Fortschritte gemacht hattet oder habt, auch wenn die jetzt noch gar nicht im Materiellen sichtbar waren. Aber es ist ja immer so zu sehen, und das ist eine ganz normale und natürliche Abfolge. Erstmal verändert sich was in euch und dann ist das, was sich da in euch verändert hat, im Außen sichtbar. Ja? Also das hinkt immer so ein bisschen hinterher und das ist völlig normal. Also bitte nicht die Flinte ins Korn werfen und sagen, es muss jetzt sofort alles auf einmal laufen, sondern lasst euch bitte auch überraschen, sagen sie. Lasst euch überraschen über die vielen kleinen neuen Möglichkeiten und Gelegenheiten und Synchronizitäten, die da eben auch auf euch zukommen. Mit jedem neuen Schritt könnt ihr wieder mehr sehen, wo ihr hingeht. Ja, also es ist wie, ich soll es wieder mal sagen, die Scheinwerfer nachts mit dem Auto. Wenn ihr von A nach B fahren wollt, und das sind 100 Kilometer, dann könnt ihr die 100 Kilometer nicht komplett übersehen, sehen mit euren Scheinwerfern. Das reicht immer nur 60 Meter ungefähr, bei moderneren Autos mehr, aber ganz sicher keine 100 Kilometer. Das heißt, ihr könnt immer nur wieder diese 60 oder was weiß ich, 100 oder sonstige Meter sehen, je nach Auto, die Scheinwerfer hergeben. Aber ihr kommt trotzdem an euer Ziel, denn ihr fahrt ja immer eurem Licht mit eurem Licht entlang sozusagen. Ihr seht ja immer genau das, was gerade für euch relevant ist. Ja, ganz wichtig. Was dann als dritte Karte noch kam, ist dieses kreative Projekt.
Der ein oder andere wird jetzt sagen, na ja, mein Beruf hat jetzt irgendwie so gar nichts mit Kreativität zu tun. Ich habe gestern schönerweise noch genau rechtzeitig, bevor ich jetzt diese Karten hier gezogen habe, mit einer lieben Freundin gesprochen und wir hatten zufällig, natürlich nicht zufällig, sollte wohl so sein, eben auch das Thema mit Berufen. Sie ist eine sehr, sehr kreative Autorin und sie sagte eben auch, dass es tatsächlich überhaupt nicht so zu sehen ist, dass es kreative oder nicht kreative Berufe gibt. Sie sagt, und da habe ich gestern wirklich auch mal drüber nachgedacht, und das ist vollkommen richtig. Kreativität bedeutet überhaupt, auf diesem Planeten zu sein und irgendwas zu tun. Denn egal, was ihr tut, es ist kreativ. Ja, auch wenn euer Berufszweig vielleicht nicht so unbedingt als Kreativberuf bezeichnet wird oder in der Schublade gelandet ist, aber ihr seid trotzdem kreativ. Also es ist jetzt nicht, damit möchte ich sagen, sind jetzt nicht nur die super von der Gesellschaft, wie soll ich sagen, abgestempelten Kreativlinge unter euch gemeint, die da jetzt in Aktion treten sollen, sondern im Prinzip ist jeder Mensch für sich kreativ. Ja, und das ist für jeden ganz individuell zu sehen. Also ihr sollt eure ganz persönliche eigene Kreativität mit hineinbringen, da in euren beruflichen Weg. Ja, und wie die Kreativität aussieht, ob das jetzt mit Zahlen ist, ob das jetzt tatsächlich mit Farbe, Malen, Schreiben, Tanzen, Heilen ist auch was Kreatives im Übrigen, ja. Also auch wenn man das jetzt nicht so sehen möchte, vielleicht im ersten Augenblick. Aber da gehört auch einiges zusammen, was man da in seiner ganz eigenen Gestaltung da absolvieren kann, um anderen Menschen da, um da eben ganz flexibel auch auf andere Menschen einzugehen. Das ist auch eine Form von Kreativität. Also ihr Lieben, seht das bitte so, dass jeder angesprochen ist, dass sich von euch jeder angesprochen fühlt. Sowieso jeder, der dieses Reading sieht, der ist angesprochen. Das ist nun mal Fakt. Und sie wollen wirklich, dass ihr eure Ganzheit seht, dass ihr wirklich euer kreatives Potenzial, egal wie ihr das sehen möchtet, dass ihr es auch wirklich seht und dass ihr es auslebt, denn Kreativität ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Ja? Ich habe jetzt für die Woche noch eine Zuschauerfrage in petto und da ging es darum, das Wort Déjà-vu. Ich wurde gefragt, wie das dann jetzt ist, was das denn eigentlich jetzt zu bedeuten hat, wenn man irgendwie beispielsweise irgendwo hinkommt und man sieht irgendeine Situation oder man erlebt eine Situation und hat das Gefühl, man hat das bereits erlebt. Und wahrscheinlich gibt es relativ viele unter euch, die das tatsächlich auch schon mal erlebt haben und sich gedacht haben, wow, ich hatte jetzt gerade wie so ein Flashback, ich komme da rein, die Person sagt irgendwas, ich schaue dazu, ich sehe die ganze Umgebung und ich habe das Gefühl, das habe ich schon mal erlebt. Und sie sagen, es ist ein Déjà-vu ist was völlig Normales. Nicht jeder muss es ständig haben, aber wenn ihr in gewissen Schwingungsfrequenzen seid, in dem Moment, wo ihr sozusagen passt, wo ihr passend seid zu dem, was ihr bereits kreiert habt. Denn ihr müsst ja wissen, wir sind ja alle, jeder für sich, kreative Wesen. Also nicht kreativ im Sinne von schöpfermäßig unterwegs. Ja? Also wir kreieren unser Leben durch Denken und das Gesetz der Anziehung bringt dann entsprechend unserer Gedanken die Dinge in Bewegung und wir erleben die dann. Das heißt, das Ganze wird dann materialisiert. Und wir erleben das Ganze dann und können sehen, riechen, schmecken, anfassen, was auch immer. Ja? Insofern ist es so, dass dieses Kreieren findet folgendermaßen eben statt, dass wir erst denken und oder Wünsche kreieren sozusagen. Und diese Wünsche werden sofort gegeben, existieren im nächsten Schritt sofort auf einer Schwingungsebene, die wir noch nicht sehen können, die noch nicht im materialisierten Bereich ist und die wir im dritten Schritt erstmal zulassen, indem wir uns auf die gleiche Schwingungsfrequenz bringen, die dieser Wunscherfüllung entspricht. Das heißt, uns geht's gut, dann können wir ganz, 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 ganz viele Dinge in Empfang nehmen und wirklich erleben. Geht es uns schlecht, haben wir nicht die richtige Schwingungsfrequenz, dann erleben wir andere Dinge, also nicht entsprechend unseres Wunsches oder unseres Zieles, sondern einige Etagen weiter unten.
Und diejenigen, die mich schon lange hören oder die sich da mit diesen universellen Gesetzmäßigkeiten beschäftigt haben, die wissen das schon. Und was aber vielen Leuten nicht klar ist, ist eben dieser Schritt 2. Ja, diese schwingungsmäßige Entsprechung oder dieses sofort gegeben sein des Wunsches, dass dieser Wunsch oder dieses Ziel sofort existent ist oder diese Lösung des Problems sofort existent ist. Und daher existiert das eben manchmal, wenn wir dann eben in entsprechender Frequenz sind, nehmen wir das, wissen wir Dinge und nehmen Dinge bereits wahr auf einer unbewussten Ebene, die wir dann im Materiellen wiedererkennen, wenn unsere Schwingung komplett dieser Situation, die wir uns da kreiert haben, entspricht. Dann ist sie ja materiell. Dann erleben wir die Situation. Und dann denken wir uns, wow, das habe ich doch schon erlebt. Was tatsächlich passiert ist, ihr habt es noch nicht wirklich erlebt. Ihr habt im Prinzip das Ganze schon gefühlt. Ihr habt das Ganze auf einer unbewussten Ebene schon erlebt, weil es ist ja bereits existent. Ja, ihr hattet eine ganz, ganz spezielle Schwingungsfrequenz, wo ihr das schon so ein bisschen vorerleben konntet, auf einer unbewussten Ebene. Das ist ein Déjà-vu. Und wie gesagt, es ist völlig normal, denn das, was ihr euch da schon eingetütet habt, existiert ja schon. Ja, das ist ja schon da. Und manchmal vergeht aus menschlicher Sicht eben die ein oder andere Zeit, manchmal kürzer, manchmal dann doch ziemlich lange, bis die Dinge sich dann im Materiellen zeigen, weil, wie ihr wisst, die Menschen können die Dinge auch ganz gut mal sabotieren und sich eben lange genug nicht gut genug fühlen, um das Ganze ins Materielle zu holen. Und insofern sind da so gewisse Zeit, wie soll ich sagen, Brücken zu leisten oder Zeitunterschiede zu erleben. Ja, ich hoffe, das Ganze ist für euch jetzt einigermaßen plausibel geworden. Wer sich da schon mal gefragt hat, was ein Déjà-vu ist. Ich wünsche euch jetzt mit eurer wunderbaren Veränderung, die ihr gerade so dabei seid, in Gang zu bringen bzw. zu erleben, wünsche ich euch ganz, 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 ganz super viel Spaß und Freude, denn das soll es auch machen. Und ihr bewegt euch da ja in eine sehr positive Richtung, also freut euch bitte auch. Und mit eurer Freude, wie gerade erwähnt, könnt ihr die Dinge auch schneller, eleganter und ganz, ganz, ganz toll in euer materielles Leben bringen. Und wie gesagt, ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich wieder auf euch, auf nächste Woche. Wenn ihr Fragen habt oder ein persönliches Reading haben wollt, die Adresse dazu ist wieder unten im Kasten. Ich freue mich auf jede Anfrage und über jede Anfrage. Ich freue mich über jeden Kommentar und bedanke mich natürlich auch ganz recht herzlich für all eure Kommentare für meine schon bereits gehaltenen Readings. Und ja, dann schicke ich euch jetzt ein dickes Bussi nach Deutschland und überall hin und wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss!